russischen italienischen Innenminister macht das enorm wütend. Jörg's heiße Berg. Innenminister Matteo Salvini hat prompt reagiert. Die Meldung, dass die Sea-Watch in italienische Gewässer gefahren ist, war gut eine Stunde alt. Da griff der Führer der rechten Lega in seinem Ministerbüro in Rom zum Smartphone. Per Facebook Live wetterte er 15 Minuten lang gegen die Verantwortlichen des Sea-Watch sowie die Niederländer. Denn der 2 Soundcheck, Musikszene Deutschland mit der Playlist für Leute, die gerne gute Musik hören. Und jetzt gibt es die Band Provinz. Die wohnen in Ravensburg, fühlen sich da auch ziemlich wohl. Man gibt ja mal Künstler, die gerne nach Berlin ziehen. NDR 2 Soundcheck, Musikszene Deutschland. Sag, was soll der ganze Lärm? Hype um mich. NDR 2 Soundcheck, Musikszene Deutschland. Sag, was soll der ganze Lärm? Hype. 10% IKEA Family Korting op alle bedbanken. Ideaal om op te slapen, lezen, liggen, zitten, hangen, stoeien, bingen en om ruimte te besparen. Kom snel naar de winkel of kijk op IKEA.nl. Goedenacht, het ANP-nieuws van 1 uur. Verdachte liquidatie Delft opgepakt. De verdachte van de moord op de Delftse crimineel Karel Pronk is opgepakt in Spanje. Het is een man van 52 die lid is van de Hells Angels. Waarschijnlijk zal... Let me show you now. 20 Grad. Und das war WDR aktuell um 1.03 Uhr. Hier alles für die Leute, die sich für das Thema Verkehr interessieren, sag ich mal. Vorsicht bitte erstmal auf der A4 Aachen Richtung Köln zwischen Kreuzkerpen und Frechen Nord. Da liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Dann die A2 Magdeburg Richtung Braunschweig zwischen Renner. Weg, weg, weg. Im Moment nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, genau, ne? Aber ich meine, wenn jemand europaweit unterwegs ist und gerne in Spanien, dann, dann verliebt er das verrückte Leben. Living La Vida Loca ist dein Musikwunsch hier. Jemals gemacht hat, also in der Zeit, als ich ein Star war, Sachen aus der Maschine genommen, darüber nachgedacht, ob man die im Trockner stopft oder draußen trocknet, keine Ahnung. Das tut mir immer so unglaublich leid, wenn man sie hört. Und man die ARD Hitnacht vom Norddeutschen Rundfunk. Ich bin Maren Bockert, guten Morgen. Aber C ist richtig. Möchte ich von dir wissen, welche weltweit bekannte Band ging aus der 1968 gegründeten Band Smile hervor. Gründungsmitglied damals von Smile war der Student Brian. Donald. Instrument dazu Roger. Und welche Band wurde das dann? Die Beatles oder Queen? Okay.